deswegen war auch meine Mama so begeistert von der Schule, weil das alles auch so mit Laptops ist und mit iPads und all das. Und da werden wir auch sehr gut auf unsere Zukunft drauf vorbereitet. Und wenn man sich halt im Gegensatz andere Schulen anschaut, ist das halt einfach ein Geschenk, was wir halt bekommen haben. Viele sehr, sehr nette Lehrer hier, mit denen man sich auch eigentlich manchmal auch einfach so unterhalten kann. Der Ausgleich zwischen Lernen und Spaß haben ist halt hier, glaube ich, relativ gut getroffen. Die Prisma-Schule liegt im Herzen der Stadt Langenfeld. Seit 2016 lernen, leben und arbeiten wir in unserem Lerncampus an der Fröbelstraße. Übrigens, unsere Oberstufenschüler, Oberstufenschülerinnen haben ihr eigenes Gebäude am Hang. Das Selbstverständnis unserer Schule ist geprägt von dem Wunsch, alle unsere Schülerinnen und Schüler individuell zu fordern und zu fördern. Daher sehen sich unsere Lehrerinnen und Lehrer viel mehr als Schatzsucher, denn als bloße Lehrkräfte. An unserer Schule spielt das digitalisierte Lernen bereits seit der Gründung 2013 eine sehr wichtige Rolle. Die Nutzung digitaler Endgeräte, der Umgang mit der Lernplattform MS365 sowie die Verwendung von Lernprogrammen lernen unsere Schülerinnen und Schüler bereits ab Klasse 5 in allen Fächern. Mit diesem Leitspruch lässt sich ein freundlicher Umgang miteinander und ein konfliktfreies Lernen sicherstellen. Unser Schulprofil bildet sich in den Säulen ab: Internationalität, Kommunikation und Design, MINT. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Wir haben neu ausgestattete naturwissenschaftliche Räume und ein großzügiges Schülerlabor mit insgesamt 16 Laborarbeitsplätzen. Hier können die Schülerinnen und Schüler selbstständig Versuche unter professionellen Bedingungen durchführen. Außerdem bieten wir zusätzlich außerunterrichtliche Angebote wie beispielsweise die Chemical Scouts an. Diese treffen sich ab Klasse 8 und experimentieren, begleitet durch erfahrene Chemiker und Chemikerinnen. Im Ergänzungsfach Bionik arbeiten die Schülerinnen und Schüler mit den Lego Mindstorms und lernen dabei auf spielerische Art und Weise die Grundlagen des Programmierens kennen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Internationalität. Denn wir glauben, dass es für die Zukunft unserer Schülerinnen und Schüler unglaublich wichtig ist, gute Fremdsprachenkenntnisse zu besitzen, um in unserer globalisierten Welt beruflich handlungsfähig zu sein. Neben der Sprache Englisch, die alle gemeinsam ab Klasse 5 lernen, haben unsere Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, Französisch oder Spanisch ab Klasse 7 zu wählen. Hello, I'm Lian and I learn English at school because English is the most important language in the world. Bonjour, bienvenue à la Colle Prisma. Hola, me llamo Elena y aprendo español. Der dritte Schwerpunkt, Kommunikation und Design, beinhaltet die Fächer Kunst, Darstellen und Gestalten, Literatur und Musik. Gerade im Bereich Kommunikation und Design, schwerpunktmäßig Design, ist einer der größten Vorteile in unserer Schule, dass wir sehr mit Teamfähigkeit arbeiten, dass die Schülerinnen und Schüler miteinander erlernen, wie sie es handwerklich oder auch kreativ, Ideenfindung und so weiter. Es gibt immer eine Kommunikation mit den Lehrkräften, mit den Schülern untereinander und auch in Prisma-Projekten als Peer-to-Peer-Teaching. Gerade da ist es sehr interessant, wie sehr sich die Schüler peu à peu durchs Lernbuch auch geleitet in eine selbstständige Ideenfindung begeben, um dann uns Lehrer als Beratung zuzuziehen. Eine weitere Besonderheit unserer Schule ist das Lernbüro in den Hauptfächern Mathe, Deutsch und Englisch. Das Lernbüro ist eine didaktische Organisationsform zum selbstorganisierten Lernen. Dabei ist die Lehrkraft nicht zentral, sondern agiert als Lernbegleiter und hilft den Schülerinnen und Schülern auf ihrem individuellen Lernweg. Hier an der Prisma-Schule arbeiten wir in den Fächern Mathe, Deutsch und Englisch im Lernbüro. Zunächst erhalten die Schülerinnen und Schüler eine Übersicht über das, was ansteht, zur Ziel- und Verlaufstransparenz. Anschließend arbeiten sie an ihren Lernplänen im eigenen Tempo und nach ihrem eigenen Können. Jeden Mittwoch bieten wir an der Prisma-Schule klassenübergreifende Projekte zu verschiedenen Themen an. In diesem Rahmen können unsere Schülerinnen und Schüler nicht nur in selbstgewählten Projekten ihre unterschiedlichsten Talente zeigen, sondern auch den Schulalltag aktiv mitgestalten. Der Prisma-Tag ist ein Projekttag jeden Mittwoch, an dem wir 4 Stunden an verschiedensten Projekten arbeiten, die wir auch selber wählen können. Durch die ganzen Projekte zur Nachhaltigkeit haben wir einen der Klimaschutzpreise der Stadtwerke Langenfeld gewonnen, mit dem wir dann den Klimagipfel in Köln finanziert haben.
Auch in der Oberstufe wird der Prismatag im Rahmen der Projektkurse weitergeführt. Also wir haben in der Sekundarstufe 1 den Prismatag und den wollten wir unbedingt mit in die Oberstufe nehmen. Warum? Weil die Schülerinnen und Schüler eben dadurch selbstständig arbeiten. Mit Hilfe von weiteren Partnern, die wir haben, zum Beispiel die Bücherei hier in Langenfeld, die uns unterstützt mit Recherchetrainings und so weiter, versuchen wir den Schülerinnen und Schülern eben selbstständiges Arbeiten beizubringen. Wir sind Kinder gehörloser Eltern und unser Thema ist die Gehörlosigkeit. Wir gehen mit dem Ziel voran, die Gehörlose sowie die hörende Welt zusammenzufügen. Und für unsere Schule wollen wir einen Gebärdensprachkurs anbieten für alle Schülerinnen und Schüler und alle Lehrer. An der Prisma-Schule wird Beratung ganz groß geschrieben und aktiv gelebt. Es gibt ein multiprofessionelles Unterstützungsteam, Lernentwicklungsgespräche, Schülerinnen- und Schülersprechtage, Mediation, Schullaufbahnbegleitung und noch vieles weitere mehr. Uns ist wichtig, dass Kinder und Jugendliche und ihre Familien im Hinblick auf Bildung, Erziehung und individuelle Förderung möglichst früh unterstützt werden. Alle Beteiligten werden mit ihren persönlichen Anliegen und Thematiken in den unterschiedlichsten Bereichen gehört und professionell beraten. Ab Klasse 6 bieten wir eine besondere Begabungsförderung im Rahmen des sogenannten Drehtürmodells an. Hierbei arbeiten die Schülerinnen und Schüler an individuellen Projekten, die sie am Ende des Schuljahres auf dem sogenannten Akademieabend einem ausgewählten Publikum vorstellen. Hi, mein Name ist Leona. Seit ich ein kleines Kind bin, interessiere ich mich für Physik. Mit Hilfe meines Opas, welcher Physiker ist, und eines Tutors an unserer Schule, habe ich eine Expertenarbeit zum Thema ISS, Suche nach Doppler und Antimaterie, angefertigt, welche ich am Akademieabend vorstellen durfte. Besonders toll fand ich es, dass meine gesamte Familie am Akademieabend anwesend war, selbst meine Oma und Opa, welche aus Hessen angereist kamen. Hallo, mein Name ist Charlotte und ich weiß noch ganz genau, wie aufgeregt wir alle vor unseren ersten Vorträgen am Akademieabend waren. Doch bei meinem letzten Vortrag über unsere Patenschule in Malawi war mein Lampenfieber schon gar nicht mehr so groß und ich konnte mich voll und ganz auf mein Thema konzentrieren. Besonders macht die Begabtenförderung, dass wir als Team zusammengewachsen sind, uns gegenseitig unterstützen und motivieren. Und ich bin froh, ein Teil dieses Teams zu sein. Also meine Motivation war vor allem, die Rahmenbedingungen bestmöglich für meinen Sohn zu gestalten und über das niederschwellige Angebot, was mir hier gemacht worden ist, mitzugestalten, hat sich das sehr schnell dazu entwickelt, dass mittlerweile ich das Gefühl habe, dass ich den Schulalltag, in dem ich zum Beispiel in der Einstellungskommission mitwirke, auch mitgestalten darf und soll. Und man ist immer sehr willkommen hier, wenn man mitgestalten möchte an dieser Schule. Ja, dieses Schulmotto ist im Prinzip so das eine ganz zentrale Säule unserer kompletten Schulidee. Tatsächlich auf jedes Kind zu gucken, die Stärken von jedem Kind anzuerkennen und zu fördern und jedes Talent dementsprechend weiterzuentwickeln. Das war so die Herausforderung, der wir uns tagtäglich stellen und was uns, glaube ich, auch im Wesentlichen sehr gut gelingt. Ja, unsere Digitalisierung wird ja nicht zu Unrecht immer gelobt und vielleicht sogar auch als Vorbild dargestellt. Bei uns ist Digitalität bereits seit 2013 ein großes Thema. Wir haben vom ersten Tag an mit digitalen Endgeräten gearbeitet. Es gibt keine Kreidetafel mehr an unserer Schule. Wir haben schon seit 2016 eine eigene Lern- und Lehrplattform, mit der unsere Schülerinnen und Schüler arbeiten können. Und dadurch wird der Unterricht einfach kreativer, offener. Wir können die Kooperation eben nicht nur über Plakate gestalten, sondern eben auch über unsere gemeinsam genutzte Lernplattform.